Werden solche Süchte wie Rauchen, Alkohol, Drogen, alle Süchte? Es sind Melkapparate. Auch Spielsucht, also immer, wenn der Mensch seine Energie verschwendet? Ja, energetische Parasiten ernähren sich von Wut, Angst, Hass und so weiter. Es gibt sogar spezielle energetische Parasiten, die sich von der Energie von Erhängten ernähren. Sie haben jeweils eine eigene Form, Größe und so weiter. Jede negative Energie hat einen eigenen Verbraucher. Und Faulheit? Gibt es energetische Parasiten, die den Mensch faul werden lassen? Ja, vermutlich schon. Wenn der Mensch durch seine Faulheit immer mehr degradiert und seine Gesundheit immer mehr abnimmt, weil die Organe immer schlechter mit Blut versorgt werden, wird der Mensch schließlich zu einem Leckerbissen für energetische Parasiten. Viele würden sagen, dass das doch alles nicht wahr ist und dass es so etwas nicht gibt. Die meisten geistigen Schulen kennen energetische Parasiten. Sie werden manchmal als energetische Verstopfungen, Nägel und so weiter bezeichnet, die man finden und beseitigen muss. Das ist im Grunde dasselbe. Sie können sich im menschlichen Körper festsetzen, aber auch außerhalb davon. Sie können sich auch aus einer gewissen Entfernung von der Energie des Menschen ernähren, wie es energetische Vampire auch tun. Solche energetische Parasiten können von der Größe eines Hundes sein. Es gibt aber auch ganze energetische Strukturen, eine Art Egregor, die darauf ausgelegt sind, sich von negativer Energie zu ernähren. Sie können kolossale Ausmaße annehmen. Es können sogar Weltreligionen sein, alles eine Art Melkapparat. Man könnte hier das Beispiel von dem Trickfilm Monsterakademie anführen. Dort wird beschrieben, wie Monster sich von der Angst von Kindern ernähren. Ja, das hat jemand gemacht, der eingeweiht ist. Wenn es eine Quelle gibt, dann muss es auch einen Verbraucher geben.